Das Gericht kämpft sich direkt in die Herzen eurer Freunde, eurer Familie. Außerdem könnt ihr es überall zubereiten. Outdoor, auf dem Grill, auf eurem Herd. Und genau diese spanischen Tapas, die machen wir heute. Knoblauchgarnelen. Auf geht's. Schält eure Garnelen entweder komplett oder wie hier bis zum Schwanz und hebt die Karkassen auf jeden Fall auf. Denn damit machen wir im nächsten Video einen richtig geilen Krustentier vor. Ich schneide mir jetzt außerdem noch 2 Zehen Knoblauch in feine Scheiben runter. Außerdem noch eine Chili. Einfach damit es so richtig gut tut. Knoblauch und Chili packe ich mir jetzt hier mit jeder Menge Olivenöl in eine feuerfeste Form oder in einen kleinen Topf. Außerdem grobes Meersalz, gutes geräuchertes Paprikapulver und selbstverständlich frisch gemahlener Pfeffer. Packe direkt die Black Tiger Garnelen mit rein, damit sie nochmal schön von allen Seiten mariniert werden. Wenden und fertig garen. Direkt von der Flamme runterholen. Serviert eure Garnelen jetzt mit frisch gehackter Petersilie, knusprigem Baguette, selbstgemachter Aioli und natürlich frischem Zitronensaft. Das hier ist Spanienurlaub in einer Form. Knoblauch, Chili, Garnelen, dazu ein geiles Baguette, Aioli mit in den Sud. Das ist für mich Urlaub.